Er deren Anwalt Drohungen und ich gehe dorthin und dorthin Drohungen. Nichts bewirken bei mir, keinerlei Angst oder sonst was. Okay, ihr seht ja, ich laufe hier offen und frei rum. Versteht ihr, sogar zu Fuß, wie ich will, scheißegal. Das ist genau der Punkt. Und im Endeffekt können die mir gar nichts machen. Das ist genau deren Problem. Und jetzt wollen die auf einmal zum Anwalt laufen, nachdem sie sich sammeln wollten. Und jeder hat das gehört, ich habe das auch gesehen. Die wollten sich sammeln, wollten zu mir fahren. Dann kommt Twin, der Handlanger von Christian Eckerlin für 2 Tacken. Und so ist das halt. Was willst du machen? Und da kann ich nur sagen, hier seht, ich laufe überall offen rum. Ich habe keine Angst vor diesen Pedo-Angels. Ich kämpfe für Kinderschutz. Und wenn das auch bedeutet, dass ich unter Lebensgefahr diese Videos mache, ist mir das scheißegal. Ich fürchte niemanden und nicht. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube an Gott. Ich weiß, er beschützt mich in jeder Situation so viel, wie er muss. Und gibt mir auch so viel Kraft, wie ich brauche in jeder Situation. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen sage ich euch auch, das ist einfach nur voll peinlich. Als Erster wollen die so machen und dann kommen die mir auf einmal mit Anzeige, Polizei und das und das. Davor machen die noch Welle, hey, wenn du Korsak sagst, sagt Sammy, dann wirst du nicht kontrolliert, weil die korrupten Polizisten in der Tasche haben. Vielleicht will Frank Underwood wirklich, dass das so öffentlich wird, manche Sachen, und dass er dann alle verraten kann und weniger Haftstrafe kriegt. Kalle wartet ja auch auf Verhandlung, ich weiß nicht. Ansonsten ergibt es doch keinen Sinn, dass die da kommen. Und deswegen, das ist genau der Punkt. Und ich kann nur sagen, einfach voll, voll peinlich. Jetzt wollen die 81er den 31er bringen, zur Polizei laufen. Die reden auch die ganze Zeit in den Videos so, weil die hoffen, dass mir jemand mal die Türe eintritt. Sozusagen die Cobra und so weiter. Das ist genau der Punkt. Und ihr seht ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, schreien die auf einmal Polizei, Polizei, Polizei. Was ist los mit Polizei, Polizei? Und davor noch braun gebrannt aus dem Ibiza-Urlaub mir Morddrohungen schicken. Ha? Du Clown, du Handlanger. Okay, das ist genau das. Und Sammy hat gelöscht. Und Full Ernst hat Livestream gelöscht. Dann ein Gebelgium hat gelöscht. Warum kommt jetzt die große Löschung? Und haben die jetzt gesagt, hey, versucht dem Tod zu schweigen. Jetzt nicht mehr, wo ich für ihn geworden bin. Versteht ihr? Das ist das. Jetzt habt ihr die Arschkarte gezogen, ihr könnt gar nichts machen. Ihr könnt mir die Eier lecken, das könnt ihr machen. Okay? Werner Pedofurt, a.k.a. Werner Alkfurt. Das ist genau das. Und was habt ihr gedacht? Der Name Timo Akbuluti kommt und ich scheiß mich an, weil er einen Unbewaffneten erschossen hat. Du Hurensohn. Okay? Das ist das. Ihr glaubt, ihr könnt mit mir spielen, meine Nettigkeit ausnutzen, das sage ich dir. Timur Pedobulut. Okay? Das ist genau der Punkt. Und im Endeffekt habt ihr jetzt öffentlich gemacht, dass ihr mir an den Kragen möchtet und dann auf einmal Polizei, Polizei schreit. Und dass ihr da mit Korruption und irgendwas zu tun habt, dass ihr mit Hilfe korrupter Polizisten mich umbringen wollt, wollt ihr doch durch die Blume sagen, oder was? Warum macht ihr sonst einen 13-Stunden-Livestream? Da kommt Cengiz, Mazdak von der Seite auf seinen Kanal und so weiter. Dieser Timur hat sich eingeschalten über ein Gebelgium. Über ihm ist ja das gelaufen mit diesem Frieden und so weiter. Und anscheinend haben die mich verarschen wollen. Habe ich auch von Anfang an gewusst. Deswegen habe ich auch gleich so geschrieben, dass es offensichtlich ist, dass ich da Bescheid weiß. Deswegen sage ich auch immer Legende, Legende, du bist am Ende. Okay? Mir kommt ihr nicht mit irgendeiner Legende oder irgendwas. Glaubt ihr, ich bin blöd? Genau, das ist der Punkt. Ich kann nur sagen, Peinlichkeit und so weiter nicht zu übertreffen. Das sind richtige Clowns, Arschgesichter. Und anscheinend wollen die Hells Angels systematisch die Meinungsfreiheit einschränken, da die ein Callcenter in der Türkei betreiben, wo die systematisch kleine YouTuber anschreiben, bedrohen, einschüchtern und animieren, Rufmordkampagnen zu starten und so weiter. Das nennt man einen Angriff auf die Demokratie, auf die Meinungsfreiheit. Und die wollen zur Polizei gehen und mich anzeigen. Echt? Ihr seid ja wirklich gestört, Alter. Auf was seid ihr? Wie weit seid ihr neben der Spur? Was nehmt ihr? Echt jetzt, Alter? Ich schwöre auf alles. Und Werner hat schon rote Haut, weil er so viel sauft. Er ist nur am Saufen, nur am Saufen. Die sind in ihrer eigenen Pedohölle gefangen. Okay? Das ist das. Wer beneidet euch? Wer beneidet einen Menschen, der mit Pädophilie zu tun hat?
der, keine Ahnung, den ganzen Tag nur notgeile Typen um sich herum hat. Das ist das. Das kann ich nur dazu sagen. Christian Eckerlin ist ein Faker, ein Simulator. Mehr kann er nicht, mehr hat er nicht drauf. Wie ihr seht, laufe ich überall frei rum. Diese Drohungen bewirken bei mir gar nichts, außer dass ich noch mehr animiert werde, in diese Richtung zu gehen. Wie habe ich euch das schon gesagt, und im Gegensatz zu euch eierlosen 1%er Schwuchteln, die sich das nur rauf tätowieren und dann skrupellos alles und jeden verkaufen, bin ich ein Mann, der bereit ist, für seine Prinzipien zu sterben. Gibt es nicht so viele, ich weiß. Das ist das. Werner hat ja auch keine Eier. Er geht ja nicht einmal aus dem Haus, ohne dass ein Security bei ihm dabei ist, Leute um ihn herum. Weil er sich ja nicht einmal schützen kann. Full Ernst hat sich von Remy um 44 distanziert, perfekt. Dann werde ich, dann sage ich sehr stabil von Full Ernst. Echt, wenn er das wirklich jetzt distanziert hat, von Chengis 44, kann ich nur sagen, hast du richtig super gemacht. Und glaub mir, die wollen dich nur irgendwo reinziehen, wo, glaub mir, du hast keine Ahnung, du bist noch sehr jung, du bist unerfahren, glaub mir. Deswegen dribble ich auch diese Leute aus. Ich habe so lange Unterwelterfahrung. Ich weiß, wie gespielt wird und das und das. Das ist genau der Punkt. Na, an dieser Stelle bin ich mir nicht zu schade, da nochmal Ali Osman oder Attila M. Props zu geben. Warum? Die haben einen Pedo exposed, die haben ein Pedo-Netzwerk offengelegt. Und wie Ali Osman auch sagt, das hat Schema, weil die 5 von 5 haben Pädophilie zu tun. Wie man sieht, Werner tut auch systematisch Pädophile schützen. Als erster bei Sinan G in die Bresche springen. Und jetzt hier Aufklärung 0. Das ist genau das. Ich kann euch nur sagen, das sind Pädosupporter. Warum? Die drängen ja selbst minderjährige in die Prostitution. Einfach, das kann ich nur dazu sagen. Und jetzt drohen die mir mit Anwalt, Mannwalt. Mit Polizei, Polizei. Und auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, dass ich angstfrei rumlaufe. Das sollten die nur wissen. Und bis zum nächsten Mal. Mo86, La Brother Nostra, der einzige Mafia, der ihr supporten solltet. Dieser 31er.